Amen. In our class yesterday. In unserem Unterricht gestern. We looked at a number of Bible verses that are on the on your right hand side of the board. Haben wir uns einige Bibelverse hier auf der rechten Seite der Tafel angeschaut. Just want to add a few pieces of information. Ich möchte da noch etwas hinzufügen. We've looked at Luke chapter 6. Should be there, I think. Wir haben uns Lukas Kapitel 6 angeschaut. No, it's not there. Where did we do Luke 6? Wo haben wir Luke 6 aufgeschrieben? Lukas 6 aufgeschrieben. Sorry? Das war neu. Oh, we did that. So we did it yesterday. Okay. So it's not there. We did Luke 6, 38. Also Lukas 6, Vers 38. Let's put that down. We looked at verse 38. Wir haben Vers 38 angeschaut. Sister Kathy noticed that if we go to 37. Und Kathy hat festgestellt, wenn man zu Vers 37 geht, it's a better place to start. Ist es ein besserer, da ist es besser anzufangen. 37 talks about giving and it shall be given unto you. Vers 37 spricht, dass man geben soll und so wird euch gegeben. And 37 talks about judging. Oh, Entschuldigung, das waren Vers 38 und Vers 37 spricht über das Gericht. So you'll see it's the same principle. Man sieht hier das gleiche Prinzip. One tells you to do something and one tells you not to do something. Eines sagt dir, was du tun sollst, das andere sagt dir, was du nicht tun sollst. 37 says don't judge people. Vers 37 sagt, richte keinen. And 38 tells you to give to people. Und Vers 38 sagt, dass du Leuten geben sollst. So if you give, you'll receive abundantly. Wenn du gibst, empfängst du im Übermaß. And 37, the issue with the judging. Und in Vers 37 ist die Thematik mit dem Richten. What's the problem with judging? Welches Problem haben wir da? Sister Aileen, what's the problem with judging? Was ist das Problem bei dem Richten? When we are judging others strict, then we will get judged strict too. Wenn wir andere streng richten, dann werden wir selber streng gerichtet. In the way you judge people, God will come and judge you in the same fashion. So wie du andere richtest, so wird Gott dich richten. We won't get into that study. It's interesting in and of itself. Dieses Studium ist an und für sich interessant, aber das schauen wir jetzt nicht an. The tension between the instruction here not to judge and our job function, which is to judge. Die Spannung von unserer Aufgabe zu richten und der Instruktion in diesem Vers nicht zu richten ist bemerkenswert. Okay, so I've just added that. Das habe ich jetzt hier hinzugefügt. And I want to add one or two more things. Möchte noch ein, zwei weitere Sachen sagen? Yeah, we'll go to Matthew 22. First. Matthäus 22. I think it's Matthew 22. No. Matthew 19. Matthäus 19. Let me check if it's not. We didn't do Matthew 19, did we? What's Matthew 18? I don't want to do that one. I think it's Matthew 22. Ich glaube, Matthäus 22.
Yeah, Matthew 22, verse, we did 36 to 40. Matthäus 22, Vers 36 bis 40. Let me see if I can find that one. So, we went from Matthew 22 straight to Exodus chapter 20. Remember that? Von Matthäus 22 sind wir direkt zu 2. Mose, Exodus. To Exodus chapter 20. Zu 2. Mose 20 gegangen. Because it talks about the commandments. Dort spricht es ja über die Gebote. And people were confused about what the second commandment was. They thought it was number 2 of 10, but the second commandment is actually the last 6. Menschen, oder es waren einige verwirrt hier, was das zweite Gebot ist, weil einige dachten, dass das zweite Gebot einfach nur das zweite von 10 ist, aber ist es in Wirklichkeit, sind es die letzten last 4 or last 6? 6. Die letzten 6 Gebote. So I asked if we could actually find the original references. Und somit habe ich gefragt, ob wir den die ursprüngliche Quelle finden können. And I think it's there. It's did it say Deuteronomy 6:5. Da steht 5. Mose 6:5. Of course that's only verse 38. Hier ist es natürlich nur Vers 38. And I wanted to see if we could actually find 39 as well. Und ich wollte nun fragen, ob wir auch Vers 39 finden dafür. Thou shalt love thy neighbor as thyself, and we didn't pick it up. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, so I want to move on. I'll just give you the verse. Ich werde euch jetzt hier die Verse sagen. So we've got Deuteronomy 6:5 for the first commandment, and we're going to get Leviticus 19:18 for the second. 5. Mose 6:5 haben wir für das erste Gebot und 3. Mose 18, Vers 19, glaube ich. 3. Mose 19, Vers 18. Leviticus 19:18 says, 3. Mose 19, Vers 18 sagt, Thou shalt not avenge nor bear any grudge against the children of thy people. But thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. So this is not a definitive definition of loving your neighbor. Das ist keine definitive Definition, wie es aussieht, deinen Nächsten zu lieben. But it is a definition. Jedoch ist es eine Definition. If we're all in that verse, sind wir alle in dem Vers? Brother Jim, what does it mean to love your neighbor? Jim, was bedeutet es, seinen Nachbar zu lieben? Define what that means. Definiere für uns, was das bedeutet. Before you answer. Bevor du antwortest. Where are you going to receive your answer from? Woher bekommst du denn deine Antwort? From the Bible. Good. Aus der Bibel. Which verse? Aus von welchem Vers? Matthew 22. No. Nein. Leviticus. Good. So we're going to go, we're in Leviticus 19:18. Wir sind in 3. Mose 19:18. That's where you are, yes? And it tells you what it means to love your neighbor as yourself. It gives you a definition. Und in dem Vers selber gibt es dir jetzt eine Definition, was es bedeutet. It's not comprehensive, but it is definitive. Es ist jetzt nicht allumfassend, aber wir haben etwas hier. Sorry, I interrupted you. You should not avenge nor bear any grudge against the children of your of the people. Das heißt, du sollst nicht Rache üben oder Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes. So it talks about not avenging and not bearing grudges. Also es spricht darüber, keine Rache und keinen Groll zu haben. And again, we won't spend the time looking into that.
noch einmal, wir werden hier keine Zeit dafür verwenden, das anzuschauen. But 2 Peter 3:12, part of that work of being diligent. Aber in 2. Petrus 3, Vers 12 ist Teil des Werkes, fleißig zu sein. Factors into this concept of not avenging people or avenging yourself and not bearing grudges. Oder kalkuliert mit ein, dass man keine Rache haben soll oder keinen Groll gegenüber anderen haben soll. What does it mean to avenge? Was bedeutet es, Rache zu empfinden? How many of us take vengeance on other people? Sorry? How many of us take vengeance on other people? Wie viele nehmen Rache von uns? Sister a lot. Sister Shemaine, do you do that? Shemaine, tust du das? Do you take vengeance on people? Rächst du dich an Menschen? I don't think so. No? Ja, ich glaube nicht. I don't think so. Oh, you wouldn't do that, would you? Du würdest das nicht tun, oder? You wouldn't do that, would you? Of course not. No. Sister Catherine, do you have thoughts of vengeance? Occasionally. Sorry? Occasionally. Occasionally. Also manchmal habe ich Rachegedanken. It's a surprise, isn't it, Sister Shemaine? She doesn't, you don't. What's that? You're better. Sister Suella, what does vengeance even look like to you? Wie sieht denn Rache für dich aus? If somebody does something that offends me or hurts my feelings, then I've got to do something back to them. Wenn jemand meine Gefühle verletzt, dann möchte ich ihm das Gleiche zurückgeben. First bit, if someone does what to you? Offends me. So if someone offends you? Also wenn dich jemand angreift or hurts my feelings, oder meine Gefühle verletzt, so someone glaube, hurt, das ist das Gleiche. Okay. Someone hurts your feelings. Also jemand verletzt deine Gefühle or they offend you, oder sie greifen dich an. And what do you want to do? I want to do something back to them that offends them or hurts their feelings. Dann würde ich ihnen ganz gerne selbes wieder zufügen. So someone does something to you. Jemand tut dir etwas. Or they don't do something. Oder sie tun etwas nicht. Then you get upset. Dann wirst du dann regst du dich auf. And your behavior or your countenance toward them changes. Und dann ändert sich deine Haltung ihm gegenüber. Are we okay with thinking about it that way? Stimmen wir so überein, dass wir so denken können? Sister Shemaine? Understand your definition. I knew you wouldn't understand it. Yeah. Ich wusste, dass du es nicht verstehen würdest. The pursuer is upon you. That's an English joke. Yeah. Even the French probably won't get that. Someone doesn't do what you would want them to do for you. Jemand tut dir fügt dir etwas hinzu, was du nicht willst, dass er dir tut. They behave in a way that you don't think is correct. Jemand verhält sich in einer Art, der glaubt, dass es nicht korrekt ist. Does your behavior towards them change? Verändert sich jetzt deine Art oder dein Benehmen ihm gegenüber? Do you get upset? Regst du dich auf? So Sister Suellen said, if someone does something, you want to react back to them. So Ellen meinte, wenn jemand dir etwas zufügt, dann willst du darauf reagieren. Ja, wenn du mich nervst, nerv ich dich auch. Is that French for vengeance? Ist das auf Französisch etwas für Rache? Vengeance is for me stronger. Ah. Rache ist für mich stärker oder? What's adultery to you? Was ist Ehebrechen für dich? The strong version or the soft version? Geht es hier um die ausgeprägte Form oder auch kleinere Sachen? Adultery? Yeah. Touching or looking.
strong or soft? Geht es bei Ehebruch um nur anschauen oder auch um anfassen? In fact, it's both. In fact, it's beides. So, vengeance, you just want to go for the strong version, not the soft version. Bei Rache willst du aber nur die ausgeprägte Form nehmen und nicht die schwache. A priori, way. Sorry? Yes? Ja. You feel like changing your mind? Änderst du deine Einstellung? I have to say yes. Say yes, yeah. Also yeah, ich muss yes. Ja we sagen. We can take both. You can vote on it if you want. Sister Kathy, does she have to take both? Yes. She said yes. Ja, ich muss beides machen. Both. So, you into vengeance then? So then, yes. Which is one of the definitions of not loving your neighbor. Und Rachegefühle ist jetzt nun eine Form von deinen Nachbarn oder deinen Nächsten nicht zu lieben. Anyone else? Noch jemand? Want a comment or? For an injury or wrongdoing. Das Wörterbuch sagt Schmerzen bereiten oder jemandem. And the problem with that is the way we define inflict. Das inflict what? Inflict harm. People want to take a strong version of that, not a softer version. Das Problem, Schmerzen hinzuzufügen, da neigen die Leute da dazu, das in einer ausgeprägten Form zu sehen und nicht schon im Detail. And what's the other one? Grudge. What's a grudge? Was ist Groll? Brother Jim, grudge. Give us the Hebrew coding for that. Bitte nennt mir die Strongs Nummern dafür. Für Groll. Sure how to get to the next the Bible verse. That was the test. To see if we could use the software. I can do Peter. But how did Okay, so. Oh, okay. You got it? This is an interesting word. Yeah. Das ist ein interessantes Wort. You found it, Sister Catherine? Yeah. Hast du es gefunden, Catherine? I got it. Sure. I'm not going to ask her to do it. I just wanted to make sure that she did it. And Sister Aileen, you have it? Yeah. You don't have to do it? No. Okay. And you're using Esod on your Mac? Yeah. Okay. It's H5201. H5201. Sister Shemaine, have you got it? H5201, yeah. On Mac? Esau? Esau. Can you quickly tell Sister Aileen how to do it? Right. Not show her, actually just tell her the steps that she needs to take. I just take the verse. You took the verse, Leviticus 19:18. Okay, she's in the verse, then what? And after grudges, you have the number. You did it? Okay. How did you do it? And then you go to compare and then you find it. But okay. I don't know when I have to search a word or something and I don't have the words. When I have to find a word especially, can you do that too? Sure. Okay, we'll do that. We'll try and do that after outside of class. Mm-hmm. Okay, so the word grudge. Das Wort Groll. So what we're going to do is we're going to search the word. Also wir suchen jetzt nach dem Wort. We're not going to search the word grudge, the English. Wir suchen jetzt nicht nach dem englischen Wort Groll. We're going to search the word
H5201, and you can do that in Esord. Sondern wir suchen jetzt nach dem Vers, nach dem Wort H5201. So, if you're using the Windows version, wenn du Windows nutzt, you go to your Bible and it says H5201. Dann gehst du zu deiner Bibel, wo es dann da heißt H5201. You right click. Dann machst du einen Rechtsklick. The first thing it will say, quick search. Und das erste, was es bei dem Rechtsklick heißt, ist eine Schnellsuche zu machen. It'll open another box where it says entire Bible. You press that. Dann öffnet es eine weitere Spalte, wo es heißt die ganze Bibel. Da drückst du drauf. Pop-up window will come and it'll give you all the references for H5201. Und dann öffnet sich ein neues Fenster und da stehen alle Bibelverse drin, wo dieses Wort vorkommt. Now, I can't recall how you do that on the phone directly. Ich weiß es nicht, wie man das auf dem Handy direkt macht. In the Mac, yes. You can do it on Esord on the Mac. It's the function is there. Also, das geht auch auf Macs. I'm guessing if you have King James Plus Bible and you go to your search box and type in H5201, it should find it. Ich bin mir sicher, wenn du... Just like when you search for a word. Ich bin mir sicher, wenn du... in die Suchfunktion einfach nur diese Strongs-Nummer eingibst, dann findet es das auch. Can you do that, Sister Shemaine? Do you know how to do that? And I've got only one place. In the whole Bible? For Grange, but after for other meanings, I've got other... So I want you to type in H5201, not the word grudge. No, this is what I put. You should have 9 matches. Also da sollten 8 Verse kommen. I've got 8 verses, 9 matches. So it's coming up twice somewhere. Song of Solomon is coming up twice. So it's it worked? Did it work, Sis Raylan? You got it? Can you show her, tell her how to do it? Yes, same as you. You tap search. Where's you search? You know, on the Bible crossref search history. Huh? Ah, there. Okay, so you click on down. Search. So you go to Bible search. And click after you dial H5201 and you press enter. So instead of searching for a word like you would normally do, you just search for the code. It'll do the same thing. Nothing comes from me. Ah, but me, I've got King James. You have to put. You in King James Plus or King James? King James Plus, you have to. We can do it after. Okay. Are you able to do that, Sister Suellen, on your pad? Okay. 10 occurrences. Okay, so you've got Leviticus 19, you've got Psalms 103. Uh-huh. Good. So at least you, so sisters, you're using an iPhone. So Sister Suellen can do it on her iPhone. It just came up with the other stuff. The way we did it in the first place. Sure. Came up so another way to do it, so now if you have it, there's something called KJC, King James Concordance, and sometimes it downloads as part of Strong's, and sometimes you have to do it separately, so it depends on your software. Okay. And on that one, it tells you all the references, and that's what Sister Wellen's got, and it say 10 occurrences. It will say something like keep 3, bear 1, grudge 1. Yeah, that's what you've got. Okay. So at least a few of us have got it. So if you see the word 5201, I just want to give you all the English words that it's used to describe that. Keep, bear, grudge, keeper. Keepers, kept,
reserve or reserveth. So what's the primary definition of this word? Was ist nun die, also ich habe jetzt hier einige Wörter gesagt, wie H5201 übersetzt wird im Englischen. Und was ist jetzt die Definition von diesem Wort? Keep. Es ist, yeah? You can either go to the Strong's definition of it. Du kannst entweder zur Definition von Strong's gehen. Now you said you had 8 verses, 9 matches, is that what you had, Sister Shemaine? Du hast gesagt, du hattest 8 oder 9 Verse. So if you go to the verses, wenn du nun zu diesen Versen gehst, second one should be Psalms 103, verse 9. Das sollte der zweite Psalms 103, Vers 9 sein. You have that? What's the word? Go to the next one, Song of Solomon 1:6. Geh bitte zum nächsten Vers. Keepers. And? Keepers. It's twice in the verse. 1:6. Keeper and kept. Da haben wir auch zweimal das Wort. Solomon 8, it's keepers. In Hohelied 8 ist es wieder keep oder keepers. In 2 verses, keep and keep. In beiden Versen 11 und 12. Go drop down to Jeremiah 3:12, it's keep. In Jeremia 3 Vers 12 haben wir auch wieder im Englischen keep. Mm-hmm. And I just want to add. Jetzt möchte ich nur noch hinzufügen. Jeremiah 3:5. In Jeremia 3, Vers 5. What word is that, Sister Shemaine? Reserve. Ist das Wort reserve. If I said reserve something. Mm-hmm. Wenn ich sage, behalte etwas oder ja. What word would you use? Keep. Keep. Dann würdest du das Wort auch wieder im Englischen keep nutzen. So every occurrence of this word in the Bible is to keep. Jeder Hinweis auf dieses Wort ist im Englischen jetzt keep. And then in Leviticus 19:18 it doesn't say keep, it says grudge. Und in 3. Mose 19 Vers 18 da spricht es jetzt nicht von keep im Englischen, sondern von Groll im Deutschen. Mm-hmm. So, what does it mean to grudge? Was bedeutet es nun, diesen Groll zu haben? Strong says. Strong sagt. To guard. Zu bewahren. Figuratively to cherish. Oder in der symbolisch gesprochen auch zu pflegen oder daran festzuhalten. Brown Driver Briggs. Brown Driver Briggs sagen. Says to keep guard. To maintain. Da heißt es, einfach zu behalten, to keep, to guard, ja, zu pflegen. So it basically means to maintain something, status quo, or to guard something. Es bedeutet, so grundsätzlich gesagt, etwas behalten, den Status quo aufrechtzuerhalten. You're okay with that? Wenn das für euch in Ordnung ist. Sister Shemaine, what does it mean in 19? Don't have a grudge. Was bedeutet das dann in Vers 19, kein Groll zu haben? Keine schlechten Gefühle zu hegen? So you added the word keep. Also du hast jetzt hier dieses Wort im Englischen keep hinzugefügt. So it's this idea of holding on to something. Es ist also diese Idee daran, an etwas festzuhalten. And you're holding on to bad feelings. Und du hältst an schlechten Gefühlen fest. So hopefully we're okay with that. Ich hoffe, dass das für uns in Ordnung ist. That you're not allowed to have vengeance. Dir ist es nicht gestattet, Rache zu üben. And you're not allowed to hold on to anger or bad feelings. Und dir ist es auch nicht gestattet, an Zorn oder schlechten Gefühlen festzuhalten. And you can see they're related. Man kann also hier sehen, dass sie miteinander verbunden sind. And there is still the word bear. And bear is what I would say connected to keep. So it's a doubling. And why? Hier gibt es immer noch nach das Wort behalten. Und das sehe ich ist verbunden. So, in the English,
Im Englischen. The one word Nata, I can't pronounce it well. The 5201. Also im Englischen ist dieses Wort 5201. When you translate it into English, wenn du das auf Englisch übersetzt, it takes a couple of words to do that. Dann braucht es einige Wörter, um das zu tun. So bear a grudge. Also Groll zu haben, would mean hold bad feelings. Würde bedeuten, schlechte Gefühle zu bewahren. So what I would say, was ich nun sagen würde, is in the verse itself, the word 5201 would be which word? Der Vers selbst, in dem Vers selbst wäre das Wort 5201, welches Wort dafür? Is it the word bear or is it the word grudge? Ist das Wort im Englischen für 5201 nun das Wort bear oder grudge? Also behalten oder Zorn? The word is really bear. An und für sich ist das Wort behalten. Bear means to hold on to something, to keep it. Das bedeutet nämlich etwas zu behalten oder für sich ja, zu behalten. Which is where you get the word forbear. Daher kommt ja auch das Wort forbear im Englischen. So then it's going to give the context of what you're keeping or holding on to. Und dann gibt es dir nämlich jetzt hier dir auch diesen Kontext, an was du festhältst. You go to verse 17. In Vers 17. It says, don't hate. Da heißt es, hasse nicht. You can rebuke. Du kannst jemanden zurechtweisen. Don't suffer sin to happen. Don't allow sin. Ja, gestatte nicht der Sünde, dass sie Einkehr findet. But you're not allowed to hate. Es ist nicht gestattet zu hassen. And if you went to 16. Und wenn man zu Vers 16 geht, talks about gossip. Dort spricht es über üble Nachrede. And verse 15. Und in Vers 15 talks about not doing right any unrighteous behavior. Da geht es darum, unrechtmäßiges Verhalten an den Tag zu legen. So when you went to 18 and they had the word keep. Wenn du dann zu Vers 18 kommst und hier geht es nun um das Wort behalten. The translators have looked for the context of what you're keeping or you're holding on to. Da haben die Übersetzer sich den Kontext angeschaut und festgelegt oder festgestellt, an was man denn festhalten könnte. We'll use the word guarding. What are you guarding? Wir nutzen jetzt das Wort bewahren oder ja, was bewahren wir denn? In connection to vengeance. In Verbindung mit Groll. Some kind of bad feeling. Irgendwelche schlechten Gefühle. It's the context that has put the word grudge in there. Der Kontext hat nun dieses Wort Groll hier hinzugefügt. It's not the word 5201 isn't the word grudge in and of itself. H5201 ist jetzt nicht per Definition das Wort Groll. It's more the word bear. Does that make sense? Sondern eher das Wort behalten. Okay, so that's a good observation. Das ist eine gute Bemerkung. They have to put the word grudge because that's what the context of the verse is teaching. Sie mussten Groll hinzufügen, weil das der Kontext ist, was hier gesagt werden soll. So someone does something to you and you're holding on to bad feelings. Jemand tut dir etwas und du hältst an schlechten Gefühlen fest. And when you hold on to those bad feelings, what do? Und wenn du an diesen schlechten Gefühlen festhältst, was tust du dann? You take your vengeance. Dann nimmst du Rache. That's one definition of what it means if you didn't love your neighbor. Das ist eine Definition dessen, was es bedeutet, seinen Nächsten nicht zu lieben. And when someone does something to you, wenn dir jemand etwas zufügt, you get upset, und du dich aufregst, I don't think that in and of itself is wrong. Dann glaube ich nicht, dass das an sich selbst falsch ist. What is the wrong? Was ist nun das Falsche? When does it become wrong? Oder was ist jetzt das Verkehrte? Wann wird es verkehrt? You hold on to it. Wenn du daran festhältst. And then what do you do when you hold on to it? Und wenn du da, was tust du dann, wenn du daran festhältst? Then what do you, dann festering, growing. Dann wächst es in deinem Herz.
then you act on it. Und dementsprechend handelst du dann. And you keep bad feelings to your neighbor. You keep bad feelings to your neighbor. Du behältst So when we talk about so when you say to the people who hurt you who do something to you, you tell him it's a vengeance. Was sagst du jetzt dann den Leuten, die dir Schaden zufügen? Ist das jetzt Rache? So that was my next question. Das wäre meine nächste Frage gewesen. What does vengeance even look like? Wie sieht denn jetzt Rache aus? Hard version or soft? Ist es die ausgeprägte Form oder die leichte Form? I do something. Ich mache etwas. You don't like. Das magst du nicht. And you have a bad feeling. Dann hast du schlechte Gefühle. And then you had a car accident. Dann hast du einen Autounfall. Or you fell over. Oder du bist hingefallen. You bang your head. Du hast deinen Kopf angeschlagen. And you lose all your memory. Und dann verlierst du dein ganzes Gedächtnis. Then I come to you, Sister Shemaine. Dann komme ich zu dir, Shemaine. I say hello. Sage hallo. And you say. Dann sagst du. Nicely. Sagst du dann in einer netten Form hallo? Why? Warum? Because I didn't have no memories. Ich habe ja keine. Of the previous action. Ich habe keine Erinnerung an die vorangegangene Aktion. So you haven't been able to keep hold of that memory or that experience. Also du bist nicht mehr in der Lage, an diese Erfahrung oder an diese Begebenheit dich zu erinnern. It hasn't been allowed to fester means to grow, but it's an ugly type of growth. Also es ist hier eine unschöne Sache, wie etwas wächst. If you had a plant, you say that was growing. Man hat eine Pflanze und man sagt, die wächst. If you had mold or fungus, you'd say that was festering. Und wenn du einen Pilz hast oder zum Beispiel, der gedeiht auch. It's the same thing. Ist das gleiche, aber in unterschiedlichen Kontext. So, it's been festering in your heart. Es gedeiht in dir. Growing. Es wächst in dir. Because you've held on to it. Denn du hältst daran ja fest. And then. Dann. The person comes to you. Kommt die Person zu dir. And you want to show them that you're upset. Und du möchtest ihnen zeigen, dass dass du genervt bist oder auf ja. All good. Ja. Show them you're upset. That's vengeance. Das ist Zorn oder Groll. Because oder Rache. If you didn't keep those feelings. Wenn du diese Gefühle behältst. If you didn't protect and guard that hurt. Wenn du diese Verletzung nicht quasi bewahrst oder ja. There would be no expression of being upset or shouting back or whatever you do, there would be no response. Dann gäbe es dafür auch keine öffentliche Reaktion dafür. Offensichtliche what people Reaktion. Tend to want to wait for, was Leute nun ganz gerne warten, is for this thing called sorry. Dass sie warten ganz gern auf eine Entschuldigung. And if you say sorry, wenn du jetzt Entschuldigung sagst, then they'll say, okay, I'll stop guarding this feeling. Dann sagst du, okay, jetzt brauche ich dieses Gefühl nicht mehr hegen. The question is this how God behaves to us? Die Frage ist nun, ob Gott so sich auch uns gegenüber verhält. Every time you do wrong to him, jedes Mal, wenn du dich ihm gegenüber falsch verhältst, does he guard those bad feelings, let them grow and come back to you? Hegt er da jedes Mal diese schlechten Gedanken, lässt sie wachsen und kommt dann zu dir? He does? Macht er das? So every time you steal from him, also jedes Mal, wenn du ihn bestiehlst, he'll withhold money from you, dann, withhold blessings that you need to live. Dann hält er Segnungen zurück oder Geld, von dem du leben musst. But vielleicht nicht das, sin, aber es ist immer noch Sinne. I'm not connected with the Lord on a special level. Dann bin ich nicht mehr mit Gott verbunden. Have to ask for forgiveness and then everything is okay. Ich muss Vergebung fragen und dann ist alles wieder in Ordnung. And if you didn't, und wenn du es nicht tust,
he would start taking vengeance upon you. Dann würde er anfangen, Rache an dir zu üben. That's what you just said. Das ist das, was du gerade gesagt but hast. I'm not saved. This is the vengeance. Ich bin nicht gerettet, like, das like ist die Rache. No, not being saved is not vengeance. Nicht gerettet zu sein ist nicht die Rache. If you are in a relationship with someone, wenn du in einer Beziehung mit jemandem bist, and you leave the relationship, und du die Beziehung verlässt, that person has two choices. Hat diese Person nun zwei Optionen. They either let you go, sie lassen dich entweder ziehen, or they pursue you. Oder sie nerven dich. But that's not vengeance. Das ist aber keine Rache. Either one of them. Keines von beiden. And we know which option God chooses. He pursues you when you leave. Wir wissen jetzt auch, welche Option Gott wählt, nämlich er läuft dir hinterher. So I would say every time you do something wrong, jedes Mal, wenn du etwas falsch machst, sage ich, God never holds a grudge. Dann hat Gott keinen Groll. He doesn't take vengeance on you. Und er rächt sich auch nicht an dir. He does the complete opposite. Er macht das Gegenteil. Because if that was the case, wenn dem so wäre, then we'd say we need to be like God. Dann würden wir ja sagen, wir müssen so sein wie Gott. And someone by now in this school would have been in hospital. Und irgendjemand in diesem Raum wäre bereits im from Krankenhaus, an injury. Nämlich wegen einer Verletzung. Because there's enough bad things have gone on in this school to for someone to bear a grudge and take some vengeance. Es ist nämlich sind genügend schlechte Dinge hier an dieser Schule vorgefallen, dass nämlich irgendeiner sagen könnte, I might have poisoned the food or something. Ich habe hier den Groll und meint dann vielleicht das Essen zu vergiften. Teach you all a lesson. Und jemandem eine Lektion zuzufügen. Domina. I think that's how the prosperity gospel sounds like. Ich glaube, so hört sich das Wohlstandsevangelium an. If you're good, God blesses you. If you're not, then he takes all the blessings away and punishes you. Wenn du gut bist, dann segne dich Gott und genauso umgekehrt. Okay. So, the final destruction of Satan in the lake of fire, you wouldn't say this is not vengeance of God, this is only his own consequences, Satan's consequences? Du würdest also sagen, bei der letztendlichen Zerstörung Satans, dann ist das keine Rache von Gott, sondern lediglich die Konsequenz seines Handelns? You'd call it vengeance? Nennst du das Rache? I don't think so. It's a consequence of his behavior. Ich denke, es ist die Konsequenz seines Handelns, also damit meine ich Satan. This setting that we're talking about, diesen Umstand, um den wir hier reden, is about neighbors. Der geht um Nachbarn oder den Nächsten. Neighbors, der Nächste, we'll just go with the definition. Wir gehen hier mit der Definition. A friend. Ist ein Freund. A fellow. Ein Nächster. A citizen, another person. Ein Bürger, ein weiterer Bürger. In English we would call it your peer. Your equal. They're on the same level. Ist es jemand, der dir gleichgestellt ist? When we talk about the final destruction, wenn wir über die letzte Zerstörung sprechen, you have God. Hast du Gott? And Satan. Und auch Satan. Is that relationship one of neighbors? Ist das eine Beziehung, die hier eines Nachbarn ähnelt oder eines Nächsten ähnelt? I would say it's not. Ich würde sagen, dass es sich nicht so verhält. I would say that's the relationship between a judge and a criminal. Ich würde sagen, dass das die Beziehung zwischen einem Richter und einem Kriminellen ist. And judges are not allowed to bear grudges or have vengeance. Richtern ist es nicht gestattet, Groll zu haben oder Rachegedanken zu hegen. They're just extremely intelligent administrators. Sie sind lediglich sehr intelligente Wesen. And what they are, all they're allowed to do. Und alles, was ihnen gestattet ist zu tun. Only this one thing. Das Einzige, was ihnen gestattet ist. They go to a code book. Ist, dass sie zu einem Gesetzbuch gehen. They check the crime. Sie überprüfen das Verbrechen. Go to the book. Dann gehen Sie zu dem Gesetzesbuch. It's kind of like a dictionary.
So wie ein Wörterbuch. They check what the crime is. Sie überprüfen, was das Verbrechen war. Go across and it tells them what the punishment is. Und dann sagt es dir in deinem Buch, was die Strafe ist. And that's all their job is. Das ist ihre Aufgabe. It's not vengeance. Da geht es nicht um Rache. It's just doing what the book told them to do. Es wird lediglich ausgeführt, was das Buch sagt, dass man tun solle. And the reason they need to be very clever. Der Grund, warum sie jetzt nun sehr intelligent sein müssen, is that the crime often is complicated. Ist, weil das Verbrechen häufig sehr kompliziert ist. And the punishment is often there's varying degrees of punishment. It's not fixed. Und das die Strafe ist staffelbar. Also es gibt hier, die kann in verschiedenen Graden auftreten. Has to be that way. So muss es sein. If a poor person, wenn eine arme Person stole money, Geld stiehlt, simple crime, you go to the book and it tells you what the punishment is. Dann ist das ein einfaches Verbrechen. Du schaust in deinem Gesetzesbuch nach, was die Bestrafung dafür ist. They stole 10 euros. Sie haben 10 Euro gestohlen. The book couldn't say if you steal. Das Buch kann nicht sagen, wenn du stiehlst. The punishment is 10,000 euro fine. Dann kann die Bestrafung nicht 10.000 Euro betragen. Because it's not comparable. Denn das steht in keinem Verhältnis. If it was a large corporation and they stole 10 million euros. Wenn es ein Unternehmen, großes Unternehmen ist, das 10 Millionen Euro gestohlen hat. 10.000 euro fine is not enough. Dann ist eine Strafe von 10.000 Euro nicht genug. So the book will say. Und deswegen sagt das Gesetz. If they steal. Wenn sie stehlen. Give them appropriate punishment. Dann gib ihnen eine angemessene Strafe. So it takes a clever person to work out what an appropriate punishment is. Und jetzt bedarf es eine intelligente Person, die herausarbeitet, was eine angemessene Strafe ist. But it's not vengeance. Es handelt sich dabei aber nicht um Rache. Because one of the requirements is you're not allowed to hold on to any preconceived prejudices or grudges. Denn es wird von dir verlangt, dass du nicht an Groll oder irgendwelchen vorgefassten Meinungen festhältst, dass du nicht befangen bist. Is that okay, Brother Wolfgang? Yeah? It's basically, God is not the neighbor when he kills Satan. Gott ist also hier nicht der Nächste, wenn er Satan tötet. And this is the problem with Luke 6:37. Das ist auch das Problem mit Lukas 6, Vers 37. People take that judging. Leute nehmen nun dieses Richten. What's the context of that judging? It says, don't judge. Was ist denn hier der Kontext dieses Richtens, wo es heißt, man soll nicht richten? Sister Aileen, what's that context? Was ist hier der Kontext? Don't look at the verse. Won't help. What's the context? Yeah. Don't judge. It's that you should love your neighbor. That you should love your neighbor. It says you. Es heißt du. Don't do what? Tust was nicht. Sorry? The word grudge. Don't have grudge. No, we're in Luke 6:37. Jetzt sind wir in Lukas 6, Vers 37. Is that that we had before? Yeah, we looked at it before. It's here. You can look at it if you want. Okay. Don't do what? Tu was nicht. Judge. Don't judge. Richte nicht. So, if you were to judge, wenn du richtest, what would your job be? Was wäre dann deine Aufgabe? Because it says don't judge, that's a verb. Das ist hier ein Verb, wenn es darum geht, man soll nicht richten. Who judges? Wer richtet denn? Who does judging? Wer richtet? A judge. Ein Richter. Don't be a judge. Sei kein Richter. So, is God the judge? Ist Gott ein Richter? Yeah. Ja. Are we supposed to be judges? Sollen wir Richter sein? Kommt drauf an. Sometimes.
Manchmal. Of course we're supposed to be judges sometime. Manchmal müssen wir Richter sein. So when are we supposed to be judges? Wann sollen wir denn Richter sein? When you have the relationship. Wenn du eine Beziehung. Of judge to Sister Kathy, judge and von Richter und observer. Who's the other person? Wer ist diese andere Person? Criminal. Judge and criminal. Wenn du die Beziehung von Richter und Verbrecher hast. What's the context of Luke 6? Was ist jetzt hier der Kontext von Lukas Kapitel 6? Sorry? No, I don't mean it that way. I mean the context of relationships. Ich will jetzt hier nicht die Begebenheit wissen, sondern um welche Art der Beziehung handelt es sich hier? Sister Cassie, what's the context of Luke 6? Relationships. Individuelle Beziehungen. Friends. Unter Freunden. Or. Oder. What's the word that we've used over and over again? Not friends. Neighbors. Good. So in Luke 6, the context is neighbors. In Lukas 6 geht es um deinen Nächsten. And the neighbor. Und der Nachbar. Is not allowed to judge a neighbor. Der Nächste darf den Nächsten nicht richten. But. Aber. One of those neighbors is a judge. Aber einer dieser Nächsten ist ein Richter. And one of them happens to be a criminal. Und einer von ihnen ist ein Verbrecher. In a separate setting. In einem anderen Umstand. The neighbor. Da kann der Nächste. Can judge the neighbor. Den Nächsten richten. But that's a judicial setting. Aber das ist in einer Gerichtsszene. Not a neighborly setting. Und nicht in einer Nachbarschaftsszene. So when people say, jetzt sagen you Leute, have no right to judge me. Jetzt sagen Leute, dass du kein Recht hast, mich zu richten. And they'll use Luke 6 to prove that. Und dann gehst du zu Lukas 6, um dies zu beweisen. They may be correct, they may not be correct. Da mögen sie Recht haben, eventuell aber auch nicht. Because if we're neighbors, denn wenn wir Nachbarn sind, it's correct. Dann ist das richtig. But we're more than neighbors. Wir sind aber mehr wie einfach nur Nachbarn. We have other job functions. Wir haben auch noch andere Aufgaben. And in another capacity, und in einem anderen Umstand, you're not only allowed to, you're required to judge. Da musst du sogar richten. It says that Christ is going to put his robes of vengeance on. Wie gehen wir damit um, wenn es heißt, an dem Ende der Gnadenzeit, dass Christus die Kleider seiner Rache anzieht, oder? Ja. What are we going to do? How should we understand that with what we're learning just now? Wie sollen wir das verstehen mit dem, was wir gerade lernen? I don't know if they still do this. Sorry? I don't know if they still do this, but in the olden days. In den alten Tagen, ich weiß nicht, ob man das heute noch so macht. A judge would listen to the case. Da hat sich ein Richter den Fall angehört. And he'd say, I'll give my pronouncement tomorrow. Und dann sagt er, ich werde morgen das Urteil verkündigen. They've already been found guilty. Ja, sie wurden bereits als schuldig empfunden. When he comes the next day, wenn er am nächsten Tag kommt, he'd be wearing a black cap on his head. Da würde er dann eine schwarze Kappe tragen. This is when he's going to make the statement of what the crime or the punishment, sorry, what the punishment is for that crime. Und dann würde er das Urteil für das Verbrechen verkündigen. So what you just mentioned is this very situation here. He becomes the executive judge. Was du erwähnt hast, ist genau diese Situation. Er wird der ausführende Richter. He's changed his relationship. Er hat seine Beziehung geändert. From neighbor to executive judge. Vom Nachbarn oder vom Nächsten zum Richter. Es ist nur komisch, dass es hier mit Rache betitelt wird. We have two roles. We should not judge our neighbors. Du hast gesagt, wir haben zwei Rollen. Wir sollen unseren Nachbarn oder Nächsten nicht richten. But in a certain case, we are required to be to judge. Aber in besonderen Umständen sind wir da. Ist es von uns verlangt zu richten? Judge who? Wen zu richten? Our neighbors. No. Unsere Nächsten zu richten? You're not allowed to judge your neighbor. Nein, du bist nicht, dir ist nicht gestattet, deinen Nächsten zu richten. But you said we have another functionality.
function. Aber du hast ja gesagt, dass wir eine andere Aufgabe haben. And in a certain case we have to judge. Und unter bestimmten Umständen müssen wir richten. Who? Wen? Yes, so firstly this is my question, who? Because I thought it was our neighbor. No. Wen? Weil ich dachte, es wäre unser Nächster. And after I wanted to ask you how shall we know how we sweep floor? But in fact it's not. Das andere, was mich interessiert, ist, woher weiß ich, wann ich die Rolle wechseln muss? Sister Suellen, who are we allowed to judge? Wen dürfen wir richten? Uns ist es gestattet, Kriminelle zu richten. Okay, with that, Sister Shemaine? You're only allowed to judge criminals, not your neighbor. Du darfst deinen Nächsten nicht richten, sondern nur Verbrecher. If the neighbor comes and steals from you, he becomes a criminal. Wenn dein Nächster zu dir kommt und dich beklaut, dann wird er zu einem Kriminellen. You can't judge your neighbor in that case. Your neighbor is not your neighbor, it's a criminal. In dem Fall ist dein Nächster nicht mehr. Dein Nächster, sondern ein Krimineller. So a criminal is your neighbor who do something wrong towards you. Also ein Krimineller ist dein Nachbar, der dir etwas Falsches oder dir Schaden zufügt. Since Tamina said no, simply. Pardon? Tamina sagte nein. Tamina said no. I don't think she said no. The way you're approaching it, I don't think is the right way. Ich glaube, so wie du daran gehst, ist nicht die richtige Art. You can't say. Du kannst nicht sagen. Your neighbor who becomes a criminal. Du kannst nicht sagen, dein Nachbar, der zu einem Kriminellen wurde. They stop being your neighbor and they're just a criminal. Dass sie dann einfach aufhören, dein Nachbar zu sein und nur noch ein Krimineller zu sein. You can't make a link like that. Diese Verbindung kannst du so nicht herstellen. So when I am becoming a criminal. Wann werde ich denn dann zu einem Kriminellen? If I want to put it in a practice, wenn ich, you know, ich möchte es nämlich praktisch in the real verstehen. Life, wirklich leben, wie sieht das aus? I don't see the transition. Da erkenne ich den Übergang nicht. When you're in the movement, for example, we're all neighbors. In der Bewegung sind wir alle unsere Nächsten. But let's say someone robbed a bank. Aber nehmen wir mal an, dass jemand eine Bank ausgeraubt hat. He broke the law. Hat er das Gesetz gebrochen? And in this case, it's not our neighbor. We have to have the relationship of a criminal. Und in diesem Fall ist er nicht mehr unser Nächster, sondern er ist ein Krimineller. Otherwise, we're not objective. Andernfalls wären wir dem ja nicht oder gegensätzlich eingestellt. Brother Roland. Das Thema, was wir jetzt haben. The topic we're talking about. Vorher hatten wir die letzten Tage das Thema der große Test. The other days we were talking about the great test. Und wir haben das kategorisiert in prophetisch und moralisch. And we divided into prophetic and moral. Kriege ich dieses Thema jetzt in eine Ordnung in diesem Licht? Do I get this topic now into order with this light? Yes. Yeah. You do. Yeah. I live one time next to a judge. Ich lebe neben einem Richter. And I got a bunch of parking tickets. Und ich habe viele Strafzettel für Falschparken bekommen. And I had to go see him. Und dann musste ich zu ihm gehen. And he judged me as a criminal. Und er hat mich als einen Kriminellen eingestuft. But when I came back to the house and I saw him, he was my neighbor. Aber als ich dann ihn abends besuchen kam, da hat er mich wie einen Nachbarn behandelt. How did that feel? Wie fühlt sich das denn an? Das fühlt sich komisch an. I don't know who it feels more weird for, the criminal or the judge. Ich weiß nicht, für wen sich das komischer anfällt. So the question is, I guess you're asking, Sister Shemaine, how do you know when? Ich denke, die Frage, die du stellst, ist, woher weißt du, wann du welche Rolle hast? Yeah.
So I guess that takes some skill. Ich glaube, das bedarf einer gewissen Übung. Wisdom. Weisheit. But one of the markers is. Aber ein Markstein ist. Someone has done something wrong. Jemand hat etwas Falsches getan. First of all, you don't personalize it. Zunächst darfst du es nicht auf dich beziehen. Or you don't take it personally. Also du darfst es nicht persönlich nehmen. And then, und dann, when you respond, wenn du eine Antwort gibst, if you respond with a grudge, wenn du da mit Groll reagierst, or you respond with some kind of vengeance, which is a response that is wrong, oder du mit Rachengefühlen antwortest, was falsch wäre, because you have bad feelings, weil du schlechte Gefühle hast, you know you're breaking this rule, you're doing sin. Dann weißt du, dass du diese Regel brichst und du Sünde begehst. So it's first about checking that someone's actually done some criminal act. Also es geht darum, dass du erstmal überhaupt überprüfen musst, ob jemand was Falsches getan hat. And then it's checking your response and your feelings about how you're responding. Und dann musst du auch noch deine Gefühle, wie du reagierst, überprüfen. I think it's easier than you are suggesting. Ich denke, dass es einfacher ist, wie du es darstellst. Because you make it appear the way you questioned. This just is it's not clear where the demarcation is. Die Art, wie du gefragt hast, oder bringt mit sich, dass es wohl nicht klar ist, wo da die Trennungslinie ist. I think it's clearer than you suggest. Ich denke, dass es deutlicher ist, wie du es jetzt geschildert hast. All of us know when our feelings are hurt. Jeder von uns weiß, wann unsere Gefühle verletzt sind. We all know when we want to lash out and hurt someone. Und wir alle wissen, wann wir zurückschlagen wollen. And when you justify that behavior by saying they did a criminal act. Und wenn du dieses Verhalten damit rechtfertigst, dass hier ein etwas Falsches gemacht wurde im Vorfeld, that to me is breaking this law. Dann, so sehe ich das, wird dieses Gesetz übertreten. That brought this up a couple of times. Da gab es jemanden, mit dem wir in die gleiche Gemeinde gegangen sind, der hat dieses Thema ein paar Mal aufgebracht. And he would say, und er sagte, that he would bring up that idea about being dead to self. Er hat er hat gesagt, man muss dem Ich gegenüber tot sein. So he would say, so I'm dead to self, so if I'm dead to self, I can't be offended. Wenn mein Ich tot ist, dann kann es auch nicht angegriffen werden. Because a dead man can't be offended. Weil ein toter Mann nicht angegriffen werden kann. Yeah, people use that analogy a lot, and I think it has a lot of merit. Ich denke, dass diese Analyse viel Fruchtbares beinhaltet. People portray or symbolize Satan as a snake. Menschen malen sich Satan als eine Schlange aus. Und sie sagen, wenn du auf eine tote Schlange trittst, dann beißt sie nicht zurück. Und die logische Schlussfolgerung ist, wenn du auf eine lebende Schlange trittst, dann beißt sie dich reflexartig. Any more points on this? Gibt es noch etwas dazu zu sagen? Ich denke, dass es häufig für uns in der Bewegung schwierig ist, diese beiden Punkte auseinanderzuhalten. Ist es in der Gemeinde einfacher? No. Nein. Easy in the world? Einfacher in der Welt? No. I'm just talking easy about in your family? Einfacher in deiner Familie? Nowhere easy. Nowhere easy. Nirgendwo ist es einfach. Why do you think it's harder with us? Warum glaubst du, dass es schwieriger ist mit uns? Because we take it even on a message level. Weil wir es auch auf eine Ebene mit der Botschaft bringen. When I think about shakings. Und ich denke an die Sichtungen. I'm pretty sure if you worked at a university science lab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du an einem Labor an einer Uni arbeiten würdest, they would take it on
the message level as well, their doctrine, their theory. Dass sie es auch auf ihre Doktrine oder auf ihre Theorien übertragen würden. I think it's the same anywhere you go. Ich glaube, dass es überall das Gleiche ist. You okay, Sister Shemaine? Hmm? You're not going to take any, hold anything against me, are you? Good. So, I like Leviticus 19:18. I want to just put that into the record. Also, mir gefällt 3. Mose 19, Vers 18. Ich wollte das hier lediglich erwähnen. I like Deuteronomy 6:5 as well, but we didn't focus on that one because it's not the great test. Und 5. Mose 6:15 ist auch interessant, aber das haben wir nicht erwähnt, weil es nicht der große Test ist. I wanted to see how easy it is. Ich möchte, dass du erkennst, wie einfach es ist. To be lost. Wie einfach es ist, verloren zu sein. To be failing the test. Wie einfach es ist, den Test bei dem Test durchzufallen. And when you get to the edge of the cliff, you're just going to go over. Und wenn du dann an den Rand der Klippe kommst, dass du dann einfach drüber fällst. Because this hard version of vengeance. Denn diese ausgeprägte Form der Rache is not the standard. Ist nicht der Standard. It's this what I call the soft version. When you have bad feelings. Es ist diese leichte Ausprägung, wenn du schlechte Gefühle hast. You hold on to them. Wenn du an ihnen festhältst. Because someone hurt you. Weil dich jemand verletzt hat. And you plan and scheme how you can hurt them back. Und wenn du dann Pläne schmiedest, wie du sie, wie du ihnen Schaden zufügen kannst. And what's worse. Was noch schlimmer ist, if you hold on to these things, wenn du an diesen Dingen festhältst, you might not even be planning and scheming. What? You may not be planning or scheming. If you hold on to these feelings, also wenn du an diesen Gefühlen festhältst, you may not be planning to take revenge. Dann magst du vielleicht noch nicht mal daran irgendwelche Pläne schmieden. It just takes a spark to ignite the flame. Dann braucht es eventuell nur noch einen Funken, um das Feuer zu entfachen. Because it's there. Weil alles vorhanden ist. So you don't even have to say, when I meet them, I'm going to tell them what I think. Du brauchst noch nicht mal zu Pläne schmieden. Wenn ich sie wieder treffe, dann sage ich ihnen, was ich denke. You're probably saying, du sagst vielleicht, I'm going to be good. Ich werde mich gut verhalten. I'm going to make sure I don't say anything. Ich möchte sicherstellen, dass ich nichts sage. Because you've held on to those feelings. Und weil du an diesen Gefühlen festgehalten hast. You're in a situation and what happens? Dann kommst du in eine Situation und dann geschieht was? See? You let it out. Dann lässt du es raus. And say, I couldn't help it. I didn't even mean it. Und dann sagst du, ich konnte nicht anders. So habe ich es nicht gemeint. This issue is really ugly and serious. And so pervasive. Dieses Problem ist wirklich hässlich und ernst pervasive. It's everywhere. Und sehr weit verbreitet. We're all failing on this test, and it's so easy to fail. Wir alle fallen durch diesen Test durch, und es ist so einfach darin durchzufallen. Wenn du also in dieser Situation bist, how do you get to not hold on to these feelings? Wie schafft man es dann, an diesen Gefühlen nicht festzuhalten? First thing, will you have the feelings? Das Erste ist zunächst, wenn du die Gefühle hast. Will you? Also zunächst ist die Frage, hast du solche, wirst du solche Gedanken haben? I guess that's a natural reaction when we are hurt. So that's a yes. Ich glaube, das ist eine natürliche Reaktion und somit ja. So, Jones is quite generous. Jones ist sehr, generous? Sehr großzügig. He says the proper standard of Christianity is you don't have the feelings. Er sagt, dass der Standard der Christenheit ist, dass man diese Gefühle nicht hat. That's where we need to get to. An diesem Punkt müssen wir gelangen. You're not easily hurt. Dass du nicht so einfach verletzt wirst. Most of us, all of us never begin that way. Und die meisten von uns fangen so nicht mal an. So there's so much of ourself still alive that we do get hurt. Es gibt so viel von unserem Ich, das noch am Leben ist, dass wir verletzt werden. And then the task is not to hold on to that hurt. Und dann ist die Aufgabe, dass man an diesem Schmerz nicht festhält. So it's the holding on to the hurt that's the problem.
an diesem Schmerz festzuhalten, das ist das Problem. But it begins by being hurt in the first place. Aber es fängt an, wenn man am Anfang zum ersten Mal verletzt wurde. And Christianity is about getting to the place where you don't get hurt. Und das Christentum geht nun darum, dass man an den Platz gelangt, wo man eben nicht verletzt wird. And most of us are not good at that. Und die meisten von uns sind darin nicht sehr gut. Is what causes a lot of problems. Yes. And I see that, like the mass killings and stuff, where somebody is disgruntled employee of a company, comes into the company and shoots everybody. Or, you know, that's the extreme of holding that grudge. But the holding the grudge just in your heart is probably. I mean, it isn't as bad to other people, but it's just as bad to yourself because it just festers and grows. So the only way to get rid of it is to pray and ask God to remove it. Okay. Summary of that? Yeah. Don't hold on to grudges. Halte an dem Groll nicht fest. Ask God to take them from you. Sondern bitte Gott, ihn dir zu nehmen. But the best thing is not to have those feelings. Das Beste ist jedoch, diese Gefühle erst gar nicht zu haben. And the question is, can you live a life where you don't, where those feelings don't come upon you? Die Frage ist nun, ist es uns möglich, ein Leben zu leben, wo diese Gefühle nicht in einem aufkommen? And the question is yes. Und the question or the answer? The answer is yes. Die Antwort ist ja. The answer is yes. You can, and I know that because I can give you examples where you don't have bad feelings. Und wir wissen das, weil ich kann dir Beispiele geben, wo du diese schlechten Gefühle nicht hast. You're at a supermarket. No, you're at a shop. Du befindest dich in einem Geschäft. And someone walks in. Und jemand kommt herein. And there's an expensive vase. Und da gibt es so eine teure Vase. 6,000 euros. Die 6,000 Euro kostet. They walk past and they knock it over and it smashes. Und dann laufen sie dran vorbei und sie fällt runter und ist kaputt. And how do you feel? Wie fühlst du dich jetzt? Sorry for the person. Or you might laugh, or you might think nothing. Du magst gar nichts. Business. Gar nichts denken oder nicht mein Problem oder du lachst oder. So you can control your feelings. Du kannst deine Gefühle kontrollieren. Change the building. Jetzt ändert die Situation. It's your house. Es ist in deinem Haus. It's your vase. Es ist deine Vase. And they do the same thing. Und jetzt passiert das Gleiche. Now what happens? Was geschieht jetzt? Now you have bad feelings. Jetzt hast du schlechte Gefühle. And what's changed? Was hat sich denn geändert? The building. Das Gebäude. And the vase. Und die Vase. Everything else is the same. Alles andere ist das Gleiche. So you can see how easy it is to modify human behavior. Deswegen kann man sehen, wie einfach es ist, das menschliche Verhalten zu verändern. They knock your vase. Es ist nicht deine Vase. You just pretend it's someone else's house and it's not your vase. Stellst du einfach vor, es ist nicht dein Haus und auch die Vase gehört dir auch nicht. And you have no bad feelings. Und geh zur Versicherung und dann hast du keine schlechten Gefühle. So all I want to say is that it's not that difficult. Alles, was ich nur sagen möchte, es ist nicht so schwierig. To live above these hurt feelings. Oberhalb dieser verletzten Gefühle zu leben. In theory. In der Theorie. In practice, it's not that easy. In der Praxis ist das nicht so einfach. So when you have the feelings, then you have to deal with stuff. Wenn du diese Gefühle hast, dann musst du mit Dingen, mit etwas hier umgehen. Der Grund, warum es nicht so einfach ist, kannst du dir vorstellen, that the vase isn't yours? Dass die Vase nicht dein ist. Why can't you pretend? Warum kannst du dir das nicht vorstellen? Why can't you just say, it's not mine? Warum kannst du nicht einfach sagen, ist nicht meine Vase? Seal. Because you're You have seal. Weil du ein Best-
No, not because you have zeal or passion. Nein, nicht weil du ein Bestreben oder leidenschaftlich bist. You owned it, you paid for it. Sure. Weil du sie bezahlt hast. Bit more. Sister Kathy should be able to answer this one. Kathy sollte das beantworten because können. She gave us a nice presentation on what subject. Weil sie uns eine schöne Präsentation über welches Thema gegeben hat. She did two studies on it. Yeah. What was the subject you did for us? How you read? Wie man liest. I thought it was about the US. Oh, that one. I'm sorry. Yeah. Oh, you did another one? I missed. Yeah, the first one. US. US government. Not government, US. Constitution. The government's. How do they know how to run the government? Oh, the three branches. The legislature. So it's all found in what document? Oh, Constitution. Constitution begins by saying what? Verfassung. Und wie fängt diese an? We the people. Not exactly the first bit. Also jetzt nicht der erste, das erste Wort, sondern everybody has rights. Jeder hat das Recht. What do you have rights to? Welche Rechte hast du? Life. Liberty, das Recht, and not the pursuit of happiness, the pursuit of property. Du hast das Recht auf Leben. What was it? Life, liberty, the pursuit of property. Leben, Freiheit und das Recht auf Besitz. The Americans changed property to happiness. Die Amerikaner haben den Besitz geändert in glücklich. It's your inalienable right. Es ist dein Recht. It's nothing that you earn or you have to explain. Es ist nicht etwas, was du dir verdienen musst oder verteidigen musst. The more stuff you get, je mehr Zeugs du bekommst, the more happy you are. Desto glücklicher bist du. So if someone destroys your property, und wenn jemand nun dein Grundstück oder dein Besitz zerstört, it goes deep. Dann trifft dich das tief. It's part of our nature, our innate right. Es ist Teil unserer Natur, unseres angeborenen Rechtes, to protect our property. Unseren Besitz zu bewahren. And that's why God at the end can have vengeance. Und deswegen kann Gott am Ende Rache besitzen oder haben. Because you start messing around with his property. Weil du anfängst mit seinem Besitz zu spielen. So, the only point I want to make, without going too deep into that. Den einzigen Punkt, den ich hier machen wollte, ohne zu tief darüber nachzudenken. It's not that easy not to have feelings. Es ist nicht so einfach, keine Gefühle zu haben. When someone touches your possession or your happiness. Wenn jemand deine Glücklichkeit oder dein Wohlergehen und deinen Besitz antastet. Because you're constructed, you're built to protect that. Denn du bist so gebaut, dass du das verteidigen möchtest. The question is, once you have those feelings, what do you do with them? Das Problem ist, wenn du diese Gefühle hast, was machst du dann mit ihnen? Let's pray. Lass uns beten. Our Heavenly Father, himmlischer Vater, may we learn how to deal with our emotions, our feelings. Mögen wir lernen, wie wir mit unseren Emotionen und unseren Gefühlen umgehen. You have forbidden us, du hast uns verboten, from judging our neighbors, unseren Nächsten zu richten. Rather, you have commanded us, vielmehr hast du uns in Auftrag gegeben, to treat them as we would want them to treat us, dass wir sie so behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. And you have further defined that. Und du hast das noch tiefer definiert. We're required to treat people in the way that you treat us. Wir sollen Menschen so behandeln, wie du uns behandelst. As we are called in many situations to judge. Wir sind in vielen Situationen dazu berufen zu richten. Help us to do so righteously. Und hilf uns, das auch gerechterweise zu tun. Father, we pray that you bless us this day. Wir bitten dich, dass du uns an diesem Tag segnest. And when we are confronted with
being attacked. Und wenn wir damit konfrontiert werden oder wenn wir angegriffen werden, help us to not judge. Dann hilf uns, dass wir nicht richten. To not bear a grudge. Dass wir keinen Groll in uns haben. And to take vengeance. Und Rache nehmen wollen. Bless the food that we're to eat. Bitte segne das Essen. We ask with thankful hearts. Und danken mit einem dankbaren Herzen. Amen. Amen.